MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Eyo, und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir. Diesmal gibt es zum Start in das Wochenende ein kleines Infovideo, wo es einfach um verschiedene Punkte geht. Da ist einmal FIFA 14, denn mein Abonnenten Special Proxies 11, denn hier direkt zu sehen Facebook, denn mein YouTube-Kanal betreffend und von einem Let's Player-Kollegen. Fangen wir also direkt hier mit Facebook an. 44 gefällt mir Angaben, sind es immer noch. Ich möchte als Jahresziel, habe ich mir ausgeschrieben, ich möchte mindestens 50 Likes haben. Dazu werde ich noch einiges machen, aber das dauert ein wenig. Was heißt dauert ein wenig? Kommt vielleicht denn schon mit FIFA 14, aber mal abwarten. Ja, hier auf der Seite logischerweise meine Projekte, die ich hier mitbewerbe, um die Seite halt aktuell zu halten. Dann gibt es einige Fotos, zum Beispiel hier von meinem FIFA Ultimate Part, den ersten. Endlich 103 Views, also wieder über 100 Aufrufe. Es wurde von mir auch sehr, sehr viel beworben auf verschiedensten Seiten. Selbst bei FIFA Ultimate, der deutschen Seite, habe ich einfach mal damit reingeschrieben. Ultimate Team. Okay, jetzt steht hier Deutschland. Das ist zwar nicht die Seite. Oder ist es doch die Seite? Ich weiß es gar nicht. Nein, das ist nicht die Seite. Die hier müsste es sein. Genau. Hier schreibe ich auch einfach mal die neuesten Parts rein. Einfach nur, um Werbung zu machen. Ja, das muss halt auch sein. Und demnächst ab FIFA 14 wird das, denke ich, sein. Wird es ab und zu mal ein Gewinnspiel geben. Für alle FIFA-Freaks wird es denn Münzen geben. Aber das steht nur in der Zukunft. Dafür will ich das Minimalziel von 50 Likes haben auf meiner Seite. Ihr macht auf jeden Fall nichts verkehrt. Gehen wir direkt zu FIFA 14 selber. Am 25.09. ist es endlich verfügbar. Endlich! Also ich bin erst vor kurzem auf den FIFA-Zug wieder aufgesprungen und es hat mich sofort gepackt. Da kann ich direkt mal was anklicken. Hier die Seiten haben nicht alles zu sagen, dass das von mir ist. Meine Frau benutzt den PC. Gehe in die App rein. Und einfach, damit ich euch mein Team zeigen kann. Dann gehen wir erstmal hier auf meinen YouTube-Kanal mit ein. Ich habe ja als Ziel ausgegeben 95.000 Aufrufe bis zum Ende des Jahres. Ich denke, das werde ich locker schaffen. 400 Abonnenten. Ich habe in letzter Zeit echt einiges dazu bekommen an Abonnenten. Das freut mich super, super, super. Vielen Dank dafür. Dann gibt es hier den Videomanager. Also ihr seht, die Aufrufe hier von Ultimate, von der ersten Party steigen und steigen. Darunter ist halt nicht so viel. Sind halt die normalen Aufrufe. Aber ja, es läuft halt. Ne? Hier mein neuestes Video. Wir fliegen durch das Saisonfinale. Hier ist die Beschreibung tatsächlich gesetzt. Das war nicht mehr normal, was da stattgefunden hat. Und ansonsten läuft das eigentlich. Hier, ich kann euch das ja kurz zeigen. Über uns habe ich das ja hier schön aufgelistet. 95.000 Aufrufe, 400 Abonnenten, 50 Facebook-Likes. Hier gibt es noch den Upload-Plan, den ich eigentlich einhalten wollte, aber mein Internetprovider hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr seht hier Proxies 11 at FIFA 13. Das ist mein nächster Punkt. Und zwar habe ich mir überlegt, hey, FIFA 14 ist gar nicht mehr fern. Warum denn jetzt noch mit FIFA 13 machen? Ich verspreche euch, Leute, ihr, das heißt die, die sich angemeldet haben für Proxies 11, also ihr seht hier sehr viele Doppelantworten, muss eigentlich gar nicht sein, aber hier gibt es halt einige, die sich
tatsächlich beworben haben. Und klicken wir hier am besten direkt wieder rauf. Zack, hier sind dann auch noch mal einige, die sich darauf beworben haben. Insgesamt habe ich mit den Zusammenzählen aus den verschiedenen Foren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zusammen. 14 wären es, wenn ich meinen Let's Play Partner noch frage. Und vielleicht kommen da ja noch welche hinzu, denn wir brauchen ja auch Auswechselspieler. Ich werde auf jeden Fall immer durchwechseln, weil da wird nie dasselbe Team spielen. Das war's für Proxys 11. Also erst mit Erscheinen von FIFA 14. Genauso wie es dort denn auch mit Ultimate Team weitergeht. Hier auf MMOGA, so ist richtig ausgesprochen, auf meiner Partnerseite kostet das Ganze nur 35 Euro, also 34,99. Ich werde Anfang nächsten Monat, sobald mein Arbeitgeber das Geld überwiesen hat, sofort einen Live-Kauf machen. Das werdet ihr hier auf YouTube sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe ja dazu letztens schon ein Video gemacht mit FIFA 13, aber halt mit FIFA 14 nochmal. Und dann wird es auch gleichzeitig ein Video geben für FIFA Coins, wie man die hier erwirbt, wenn ihr das noch nicht wisst. Das ist dann der nächste Punkt. Hier seht es, ich habe mittlerweile 176 Klicks auf meine Links. Das Ganze kann man hier, na, unter meinen Videos ist ja überall ein Link drin, hier non-detected, da ich mit Bit.ly gearbeitet, also bit.ly, das ist ja die Abkürzung für die ganzen URLs, dann wird das schön zusammengepresst, aber MMOGA kann das nicht erkennen, aber es wird auf jeden Fall euch zugerechnet, wenn ihr diesen Link benutzt. Ja, und hier seht ihr unter den Videos immer schön drauf geklickt, um mal zu gucken, was ist denn da. Und ja, ich habe halt 4 Verkäufe schon getätigt, also 4-mal wurde mir das Vertrauen schon ausgesprochen, was mich super doll freut. Das ist einmal CS zu einem meiner Projekte, Dead Island Webtide war das. Da hat ein Freund von mir gedacht, komm, tu mal dem Proxy mal was Gutes. Vielen Dank dafür. Dann wurde sich hier FIFA 13 gekauft über meinen Link. Vielen, vielen Dank dafür. Und hier waren jeweils FIFA Coins. Für denjenigen dabei auch dafür ein riesiges Dankeschön. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann fragt mich einfach. Aber es ist eigentlich ganz simpel. Wenn ihr FIFA Coins oder sonstiges kaufen wollt, hier seht ihr Auswahl an Spiele. In der Suche könnt ihr einfach euer Spiel eingeben, was ihr spielen wollt. Und dann gibt es das relativ günstig bis super günstig hier zu kaufen. Und was gibt es da noch zu sagen? Genau. Wir gehen hier einmal in die Web-App. 704.000 Münzen habe ich noch. Ich zeige euch einmal mein aktives Team, auch wenn ihr das demnächst sehen werdet. Robin van Persie halt noch im Sturm. Dann habe ich mir Aguero geholt, David Silva, Gervinho, Peter Cech immer noch in Tor, Embla, Dembele, Aga, Ramirez, Kabul und Lennon. Das ist mein jetziges FIFA-Team zurzeit noch. Ich werde mir demnächst, denke ich, nochmal Coins holen, aber das ist halt nicht sicher. Hier. Ich habe mir hier, übrigens habe ich, ach, Lewandowski, ich wollte eigentlich Podolski zeigen, bei den habe ich gezogen. Ja, eigentlich habe ich Podolski gezogen. Na, aber scheißegal, das tut jetzt nichts zur Sache. Ziehen wir einfach mal schnell hier ein paar Packs, um zu sehen, ob wir was kriegen. Schon wieder Arango, den habe ich jetzt das dritte Mal gehabt. Da geht auch wieder ganz schnell
hier in die Auktion rein. Schnell Stunden überschlagen. Ja, das läuft. Der Vertrag. Nein! Okay, haben wir einen Vertrag. So, wieder zum Shop. Na klar. In der Hoffnung, dass wir vielleicht doch Aubameyang ziehen. Aber ich glaube ja nicht dran. Modifikation. Ja. Den könnt ihr auch mitnehmen. Ansonsten gibt es hier nicht viel. Amsterdam Arena. Können wir vielleicht so reinstellen, in der Hoffnung, dass das gekauft wird. Den Rest können wir in die Tonne treten. Anseidi, guten Pace, aber mehr auch nicht. Hier das Trikot, ach Quatsch, Trikot, das Wappen von Barcelona. Ziehen wir also das letzte Pack jetzt hier für das Infovideo. Ist ja gar nicht Sinn und Sache. Schon wieder Bendtner, hatten wir auch schon einige Male. Und der Rest kann weg, obwohl das Auswärtstrikot ist cool. Scheißegal. Ja, das war es hier auch schon wieder mit Pfarr. Und genauso. So, sorry für den kleinen Sprung, Leute. Webs meinte nicht mehr funktionieren zu müssen. Und zwar will ich euch noch Inno Hanyukai, mein Let's Play Partner, vorstellen. Mit dem habe ich schon einige Projekte absolviert bzw. angezockt. In diesem Fall ist es jetzt Q4, hat im Moment nur 50 Abonnenten und ich würde mich richtig freuen, wenn einige von euch noch dazu stoßen, uns bei Q4 zu gucken. Ihr seht hier unten, Donkey Kong hat er Let's Played. Also er macht eher so ältere Sachen, aber super lustig. Denn Super Mario World, richtig gut. Oder Minecraft, das Allzeit Let's Play Game. Was nicht so meins ist. Aber was soll's. Wie gesagt, wenn ihr uns bei Q4 zugucken wollt, es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist super lustig mit ihm zu zocken. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch hier mein Abo dalassen würdet. Ich setze ihn in die Beschreibung. Und es wäre ein super großes Danke von mir an euch. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich gehe nochmal auf meinen Kanal zurück. Ich bedanke mich für eure Geduld, fürs Zuschauen und ich hoffe echt, dass wir bald zusammen FIFA 14 rocken. Sagt euren Freunden Bescheid. Vielleicht können wir ja zusammen was erreichen bei FIFA 14. Abonnenten, Duelle, Turniere mit Gewinn, wo ich so oder so nicht gewinnen werde, eher ihr. Aber ihr könnt auf jeden Fall was gewinnen. Was, das wird dann verraten, wenn es soweit ist. Aber auf jeden Fall wird es was mit meinen Abonnenten geben. Ich bedanke mich, wie gerade schon gesagt, fürs Zuschauen. Wünsche euch ein super schönes Wochenende und bis zum nächsten Video.